Hey, guck mal da. Ja, ja, danke schön. Ja, sowas, deutsche Geschichte. Ich hab's schon gehört, dein Mutter. Dann geht's. Hast du gehört? Nein, ich habe eigentlich gesehen, ne? Ja, ja, ja. Thank you.
Wollen Sie vor was sagen? Sie sagen vor noch was. Oder soll ich gleich anfangen? Gut, dann fangen wir an. Ja, meine Damen und Herren, lieber Lars Reifers, können Sie mich verstehen wegen des Mikrofons? Ja. Gut, danke. 2001 eröffnete ich in Köln, in der damals kleinsten Galerie Kölns, sie ist noch juvenil, Kunstgedöns, die erste Ausstellung des noch Studenten Lars Reifers. Heute habe ich das besondere Vergnügen, in besonderen Galerieräumen mit Erinnerungen an etliche der bedeutendsten Künstler unserer Zeit seine Reifers aktuelle Ausstellung zu eröffnen. In Räumen übrigens, in denen selbst auf dem Höhepunkt konzeptueller Orientierungen immer auch eine selbstbewusste Malerei gewichtig blieb. Die Bilder von Lars Reifer fingen mir schon auf, als er nach frühen Studienjahren im südfranzösischen Aix-en-Provence um 2000 an die Kunstakademie Münster kam. Er brachte stapelweise Fotos mit, die er bei Streifzügen mediterrane Fischmärkte auf noch nassen, tropfenden Auslagetischen geschossen hatte. Dieses Vorlagenarchiv bestimmt seine erste Phase der Malerei. Auch heute noch greift er immer wieder darauf zurück. Der eine Fischkopf, der zum Beispiel jetzt hier drüben entgegenstarrt, entstand schon im Jahr 2014. Unten ist ein Pendant dazu, ganz ähnlich, das aber erst 2014 entstanden ist. Der farbsprühende Vorgänger geht auf das Jahr, das ist jetzt das hier, 2000 zurück. Auch die lichtgesättigten, jetzt vielleicht, wenn Sie auch oben schauen, weil das sind jetzt die goldigen Bilder oder die würde ich nur Schuppen zeigen, auch die lichtgesättigten, ganz nahe herangerückten Schuppengitter, neben glitschig verschlungenen Fischleibern, ziehen sich durch ein Dutzend Jahre. Darin liegt weniger eine Entwicklung als ein breites Spektrum vom hyperrealisten Fischporträt, so hieß dieses dort drüben, über Partien feucht schimmernder Fischhaut bis zur fein gesponnenen Abstraktion serieller Rhythmen, deren Struktur sich subtil dem liquiden Fluidum einschreibt. Ein Spektrum von der sinnlichen Vergegenwärtigung exakt festgehaltener toter Fische bis zu deren Auflösung in Atmosphäre und wässrig hellem Schein. Entscheidend bleibt, was immer Reifers damals malte und künftig malen wird, ob Fischhaut, ob Rosenblüte, unter Wasserromantik oder Landschaften, stets liefert die Kamera eine Vorstufe zum Malprozess. Sie begleitet den Künstler bei der Motivsuche, wie andere der Skizzenblock. Ohne fotografische Vorlage beginnt er kein Bild. Wesentlich ist dabei stets die Umsetzung in den Malprozess. Denn Reifers malt er nicht einfach Oberflächen nach. Er verlangt vom Pinsel trotz der Vorlage gerade keine fotografischen Wirkungen ab, sondern stellt seine Malerei unabhängig vom Motiv auf die elementare Keimzelle des Malerischen, auf Pinselfleck und Pinselzug. Darin folgt er jedenfalls maltechnisch seinem Lehrer Hermann Josef Kuna oder, wie Christiane Dressler formuliert, er reduziert den fotografischen Gehalt, konzentriert die bildnerischen Mittel, bis die Malerei selbst als Erscheinung, als Thema in Erscheinung tritt. Bemerkenswert ist, dass die meisten Fischstillleben der Ausstellung auf die Jahre 2013 auf 14 fallen. Das heißt, Reifers bewahrt im Rückblick über mehr als 10 Jahre hinweg die Fähigkeit, tote Fische mit Hilfe farbiger Lichtreflexe und Pur zu einem Leben zu erwecken, das sich der Malerei und nur der Malerei verdankt. Sie verwandelt Naturmord in eine letzte funkelnde Lebendigkeit. Bei aller Abstraktion bleibt in selbst das zerlöseste Schuppengeflimmer ein
im zernösesten Schuppenflimmer ein feristischer Rest. Diese Fischschau zieht sich eben nicht impressionistisch in einen Fleckenteppich zurück, der erst ab einer bestimmten Distanz lesbar wird, die Dimension des Schwebens in einem lichten Umfeld verliert nirgends ihre Abstammung von feuchten Schuppenverband, der am Licht versickert und sich verfängt. Fischhaut kann bei Reifers prismatisch schimmern, nass wegtropfen und zerfließen oder vom Bauch her, wenn Sie es da unten noch ansehen, gerade den Rücken von Ihnen, oder vom Bauch her rötlich aufglühen, hier eine letzte Verklärung im Abglanz der Abendsonne. Der Künstler bewährt sich hier als ein Meister der Balance zwischen sinnlicher Realität und Abstraktion, Anmutungen von exakter Wiedergabe und brillantem Kolorismus, Resten von Deskription und der Steigerung zu einem fast pathetischen Abschied. Er kann sich aber auch vom Fischmotiv lösen. Seine frühe Präferenz ist keine Obsession. Er kennt sogar Unterwasserwelten, das haben Sie hier oben und unten noch wieder, Unterwasserwelten ohne Fisch. Um 2005 las er Sigmund Freud, in der Folge versenkte er sich mit seiner Reihe von Bildern in einer tiefen Psychologie des nassen Elements, magisch illuminierte Traumszenarien im Dämmerlicht einer unbewussten Tiefe, unter Wasserpfade und Klüfte durch ein rätselhaftes Terrain. Eine Werkgruppe für sich, die sich hier im ganzen Gebäude auf allen beiden Ebenen verteilt. Und während der Künstler noch völlig in Meereszoologie und Wassertiefe aufzugehen schien, taucht vereinzelt, wie beiläufig, am Rand Botanisches auf. 2003 drapiert er über den Resten einer Räuchermakrele ausstrahlende rote Blüten von Kapuzinerkresse. Das Bild hat leider den Weg in die Ausstellung nicht gefunden. Es wäre das Missing Link zur zweiten umfangreichen Werkgruppe. Sie tritt nun geringfügig später, aber nach den Fischen und dann parallel dazu in den Vordergrund. Denn seit 2003 malt Reifers eine Vielzahl von Blumen und Blüten ausnahmsweise in Vasen, meist jedoch abgeschnitten, zusammengeworfen und gehäuft. Verschiedenste Arten und Sorten, sämtliche mit botanischer Exaktheit erfasst, scharf umrissen bis in metallische Härte, lineare oder skulpturale Prägnanz getrieben. Wenn Reifers ein anderes Mal, das hängt jetzt hier an der Treppe, die Bronzeplastik einer Göttin im Louvre zu gemalter Tastbarkeit modelliert, etliche Blumen stehen dem kaum nach. Dann wiederum runden Blütenblätter und deuten sich weicher und vereinigen sich zu luftigen Büscheln, Rosen, Dahlien, Lilien, Lavendel, Lefkoyen. Sie liegen durcheinander, übereinander. Der Geist von Heckenschere, Hark und Rechen herrscht vor. Gewiss haben diese Bilder Muster in flämischen und holländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. Gewiss übertreffen die kunstvoll getürbten Arrangements der Amsterdamer Blumenmalerdynastie Boschart oder des älteren Jan Brögel, die gezielt dekomponierte Flora von Reifers an dekorativer Attraktivität, wo er diesen Reiz auf Willkür, Zufall und natürlichen Prozessen folgt. Aber auch für die Neubewertung von Zerfall und Auflösung finden sich kunstgeschichtliche Analogien. So führte der englische Reisende William Chilpin um 1800 im Gefolge des epochalen Ästhetikdenkers Edmund Burke eine neue künstlerische Größe ein, das Pittoreske. Chilpin schreibt, dieses sei ungeordnet und von einer Schönheit ohne Harmonie. Den Gärtnern rät er, den Rasen in ein Stück unebenen Boden zu verwandeln, pflanzt struppige Sträucher, statt ebenmäßige Rabatten anzulegen, lässt die Ränder die Wege abbröckeln, streut ein paar Steine, Reisig und halbwelte Blumen darauf. Mit einem Wort macht sie malerisch. Nichts ist dabei wohl dekoriert oder gar ornamental verflochten. Nichts soll das auch bei
Lass Reifers sein. Auch bei ihm bietet die abgeschnittene Blütenpracht sich sichtbar kunstlos dar und leuchtet wie willkürlich hingestreut aus dem dunklen Vogel. Symmetrische Korrespondenzen und Dialoge fehlen ganz. Sogar koloristische Akkorde oder komplementäre Kontraste bleiben äußerst rar, wenn die Natur sie nicht ohne dies vorgibt. Da schließt eine bestrickend große Farbgewalt, wie Sie in Ihrer Einladung nachlesen konnten, allerdings nicht aus. Ein Bild wie Lars Denscher, ich glaube, das ist jetzt das Jahr, wie Lars Denscher, letzte Gefahr, trägt ein zerfleddertes Gelb-Orange in ein dunkel verhangenes, dann aufgelichtet helles Violett in einen fast schon zudringlichen Komplementärkontrast, den das bewegte Drama hochgewölbter Blumenblätter prächtig in Szene setzt. Es scheint, dass die beschriebene Abkehr vom Idealschön bei Reifers einen späten, üppigen Triumph feiert. Zugleich berührt seine Malerei aber auch einen emblematischen Aspekt der barocken Niederländer. Ihre Blumenbouquets prangen zwar in der Fassadenpracht vollendeter Reife, gelegentlich rücken allerdings ein Totenschädel, eine abgebrannte Kerze, neben die bunten Gebinde oder eine Raupe frisst sich durch ein grünes Blatt. Das waren jetzt die Holländer. Jakob Kulp präsentiert ein Tulpenfeld in allen Stadien von geschlossenem Kelch über sich öffnende Blüten bis zur zerblätterten Auflösung um ausufernde Staubgefäße. Die begrenzte Lebensdauer der Blumen legt Gedanken an die allgemeine Vergänglichkeit nahe. Ein Memento Mori, unter das Reifers seine abgeschnittenen Flora nicht weniger als seine geruchsanfälligen Fische stellt. Denn über den meisten Stillleben liegt ein Anklang von Büsternest. Nicht nur, dass die vielfarbigen Knospen deuten und risten, die ganze Blütenlese sich von einem schwarzen Grund abheben. Nicht nur, dass der bunte Glanz sogar durch Schattenzonen eingedunkelt ist. Auch der leichte Atem zartester Zellgewebe erstarrt immer wieder in strenger Linearität. Aufwölbung angebräunter Blattränder, allererste Anzeichen von Dehydrierung, Verrottung und Verfall wirken oft wie von einem aufgerollten Blech. So prächtig diese Flur auch auslädt, die Bilder könnten allesamt in Schönheit sterben heißen. Nur typischen Frühblühern wie Goldregen und Pfingstrosen, wie assoziierten März bis Mai, bleibt ein Hauch ungetrübter Frische und makellosen Neubeginns. Dahinter steckt eine Zuordnung zum zyklischen Ablauf des Jahres und damit verbunden eine bewusste Unterscheidung zwischen Jahreszeiten und Aufbruch und nachfolgendem unvermeidlichen Niedergang. Ein Beispiel macht das klar. Zu den brillantesten Malstücken gehören für mich einzelne Pfingstrosen. Da haben Sie ein wunderschönes Beispiel hier. Aber selbst hier unten ganz rechts, der Künstler hat mich gestern noch eigentlich darauf hingewiesen, ist schon so ein ganz kleiner Maden dran, der anfängt grau zu werden. Dagegen führt eine Folge von Herbstrosen, jetzt nicht mehr Pfingstrosen und Herbstrosen, fast lückenlos ihren allmählichen Zerfall vor Augen. Das beginnt mit bloßgelegten, verbrauchten Staubgefäßen, setzt sich mit leicht aufgeworfenen, angebräunten Rändern fort, geht ockergrau in abgefallenen Deckblätter über, um in geballten, wie verkapselten Rosenknäueln zu enden, deren Wachstum wohl schon vor der Zeit getappt wurde. Trostloser kann Schönheit nicht zugrunde gehen. Diese Sterben durch die Heckenschere schneidet den Zyklus der Natur sogar vorzeitig ab. In der Ausstellung hängen außerdem zwei Beispiele für ein Thema, die Reifer sich vorläufig, Fragezeichen, als letzten zugewandt hat. Seit 2008, verstärkt in den vergangenen 2 Jahren, malt er auch stimmungsdichte Landschaften. Auf den ersten Blick wirken sie dem Aufbau nach einem klassischen Drei-Ebenen-Schema, eher konventionell. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Offensichtlich kommt es immer weniger darauf an, die Landschaftsmalerei zu erneuern oder auch nur horizontal dominierte, überkommene Strukturen zu variieren. Fast alle Bilder entstanden 2013-14, also gleichzeitig
mit den meisten Blumenstücken in der Galerie. Was motiviert den Künstler? Was fasziniert ihn nach über 10 Jahren Stilllebenmalerei mit Fischen und Blumen an der Landschaft? Im Gespräch über sein Werk hebt Dreyfus das doppelte Wesen von glänzender äußerer Präsenz und Zeichen des nahen Zerfalls vor. An der Landschaft interessiere ihn eine vergleichbare Ausrichtung, das Zusammenwirken von scheinbarer Idylle und latenter Bedrohlichkeit. So selbstverständlich, jetzt hängen die, glaube ich, alle unten, also können Sie jetzt, wenn die unten nachfüllen, sie oben nicht, ja, oder hier oben vielleicht, man weiß es ja. Ja. So selbstverständlich sich dieses vietnamesische Reisfeld, dieser Meereshorizont an der Nordsee, in ein vertrautes Schema fügen, da sogar Postkartenklischees streifen, so bedrückend ducken die wipfelzig und aufgerossenen Monsunwolken und einer beharrlichen Eintrübung im Dauerregen. So wuchtig der Leuchtturm zwischen sicherem Quai und bewegtem Wellengang zur offenen See hin aufragt, so fahl deckt den Himmel ein kühles Weiß. Felsgestein und Leuchtturm beherrschen mit dunkel abweisenden Silhouetten den Horizont. So viel steht fest. Dreyfus malt keine idealen Landschaften. Sie sind von potenziellen Gefahren unterwandert. Das verbindet diese Bilder mit einem Typus von Landschaft, wie es im 18. Jahrhundert von England ausging, einer Landschaft, die neben dem Schönen in der Natur auch ihre Urgewalt, ihre Schrecken entdeckt. Die neue ästhetische Kategorie läuft seit Kant unter dem Begriff des Erhabenen. Ich weiß, ich vereinfache das weit über Gebühr, doch Dreyfus spinnt in seinen Landschaften bei aller Zurückhaltung auch diesen Faden fort. Die Tiefblauen Unterwasserriffs deuten an, welche Abgründe sich hier auftun können. Solche Idyllen sind nur scheinbar heil, während die tröstlichen Kulissen ein Zwiespalt eindunkelt. Die Landschaften mögen eingängig und bequem aussehen, spätestens beim zweiten Blick erkennen wir ihre Schatten mit. Sie machen die Maler doppelbödig, ihre Aufgabe, und das ist wichtig, mit malerischen, zeichnerischen und nur mit malerischen, zeichnerischen Mitteln angeht. In den Landschaften schlägt die Melancholie der Vergänglichkeit von Fischen und Blumen als spürbare Ambivalenz einer hintergründig lauernden Stimmung nieder. Der Künstler besteht auf diesem Zwiespalt, der durch seine Welt geht. Danke, danke. Since 2009, maybe you can all say your work. I'll just scream a little bit louder. I know this young man since 2009, or at least I know of his works since then. And when I see professional qualities in the work, and I see the progression, I must follow it. Since 2009, I've been following Lars Dreyfus. We're here now in 2014. We know the history of things passed with Galileo and Blissa de Platz, it wouldn't have worked there. This is a platform where we can do things, make a statement in this city where you've all come to participate. It was said that the exhibition would start at 7 p.m. Well, we know what life can be like if you have children and things like this. You need to wait a little bit longer. At 8 p.m. we were ready. Professor Schneckenberger said, are we ready to go? Said, yes, rock and roll. Most of them, I didn't have to do an introduction. We just let it happen as it does. You know what I'm saying? So what else do I have to say? I want to give thanks right now to a few people who have helped me along the way into making this exhibition happen. First of all, my business partner, Oliver Struff from Bergheim. Enrico Rademacher,
my life partner. We have lots of other entities here. I can name all the secret people who are here right now. Willy Putz, bitte schön. Who else do I have here? Werner Neumann. Always the support. Since this whole thing has happened, we have people who really support this gallery, and I'm just very happy that we can be here right now. This young man, I'm gonna tell you, it's not just a pretty picture on the wall. There's a lot of work going on in these paintings. It took him over a year to produce such works and to make an exhibition which fills all three floors concisively. You feel that? You have to let it go inside. So what we can do right now, you can enjoy being here with us on this evening. People whom you haven't met in a long time, or those who you don't know, feel free to communicate with each other. There are children here. I'm very happy to see children. We must learn to support a community where the art world supports environments where children are welcome. No. That is the purpose. We must train them in the way in which we would like them to develop. That's what we have here at UPER. So we have a wine sponsor on this evening, Barefoot. I want to say thank you to Barefoot. All of the faces whom I don't know, let's get to that. Let's take time to get to know each other. If you have questions about the work, I'm the gallerist. We have Lars Reifus here, all the way from where are you living now? He moved from Cologne. Yes. Yeah. We got him a little house outside where he can enjoy the nature and make such wonderful works. All right, so where are you from again? Near Cologne. He needs his peace to make these works. There's peace, there's love in these art pieces. These are places, a little oasis for you to fall into. I'm done, ladies and gentlemen. We'll get to the rest of it afterwards. Enjoy yourselves, have a great time, and thank you very much. Thank you.
Was noch? Ja. Ja, mein so, bist du zu Hause? Ja. Herr Bauer. Wohl, okay, ja. Und die Festnetzung? Ja, wer die entscheiden? Ja, wer ist denn? Der Moses. 9912. Der müsste einfach mal draußen. Da hat er mich gefragt, ob der Dekorbahn also, ja, sehen schon schön aus, ne? Und was malst du gerade? Ich male gerade eine Teetasse, eins von diesen Teetassenbildern da unten mit einem Angelhaken. Okay.
Kann ich sonst auch? Und es ging um dieses Geplatzling. Genau. Das wollte das ich haben. Aber wenn sie das Dreck vermittelt, dann ist meistens so ein etwas sonderkonstruierte Kondition. Gut, ich selbst auch sehr oft egal. Zweimal die Dokumente haben gemacht. Er ist Kunstgeschichte, also Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher. Er hat die Dokumente zweimal organisiert und danach hat er eine Professur, war Rektor in der Kunstakademie. Er ist selbst aber kein Kunsthistoriker. Mhm. Ich hätte auch sein. Er ist ein Süden, er kommt aus Deutschland, aus Schwaben oder so, oder aus München, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Es machen nur sehr, sehr wenige zu Schaden, so Schaden für. Und ja, das macht das immer. Wenn ihm irgendwas gefällt, dann macht er das. Bist du? Achso, ich darf nicht ins Bild. Mal wegnehmen. Was? Das Probatschild. Das liegt nur an der Kante oder was fürs Verfahren. Ich weiß nicht, ich kann mal fragen. Deswegen würde ich auch von der Saison abholen. Ja, nicht. Oder Blick aufs Meer. Das war doch ganz gut, ne?
Ja, so schön, ne? Okay. Und was haben wir jetzt? Vielleicht noch mal einen Zoom hier rein. Okay. 20 Euro. Das kannst du auch nichts sagen. Das machst du in der Grundspedition, dann bist du bei 200. Und du hast halt versichert, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Hm. Ich mache viel über so eine Beilagenspedition, aber da muss man eine bestimmte Menge haben, dann ist es zumindest die. Ja, der kommt dann im Juli und mit der muss ich irgendwie was aushandeln, wie sie das macht. Und ja, einfach einen kleinen Clip irgendwie, den man so ein bisschen im Web einsetzen kann und dann halt irgendwann das andere halt wirklich, wenn es dann in diese Dokumentation interessant ist. Aber ich werde das mir vielleicht auch mal wirklich mal einen Termin mit ihr dann auch aus. Also ich glaube, der Preis hält. Was? Ich bin nur gewackelt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so instabil ist. Ja, ich muss das. Das verstehe ich nicht. Das, was Sie geschrieben haben.
Könnte man das nämlich wieder so schneiden, dass man diese Bilder ohne Menschen, die nicht vor den Vernissage-Sachen macht, quasi vorher und dann nachher miteinander umnehmen. Ja. Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Was du sagtest, da vorher so einen kleinen Clip fürs Netz oder so. Beides eigentlich gut. Das macht diesen Schwung von den Goldregen ein bisschen mit. Reflexion ist es mal. Ja. Ja, sehr schön.
Weißt du, was wir ja machen können? Können wir uns da was aussuchen? Und dann lasse ich das laufen, dann stellst du dich da mal hin und da und da und dann springst du so zack, zack, zack. Okay, gut. Das ist noch ein bisschen ja. Für... Ja, okay. Oder? Jetzt lassen wir erstmal so laufen. Okay, jetzt gehst du mal zwischen die Bilder in die Mitte. Ein bisschen auch zu mir. Jetzt ein bisschen nach rechts, aber weiter zu mir. Viel weiter. Guck in die Kamera, immer in die Linse, okay? Ja. Und jetzt dort in die Ecke, Nummer 2. Da ein bisschen in Bild, nee, ein bisschen da rein. Und jetzt reingucken in die Kamera. Und jetzt nochmal dichter. Ja, stopp. Einfach reingucken. Okay, jetzt dann nochmal vors Gelbe. Stopp und nochmal reingucken. Okay, und nochmal näher. Bisschen mehr mittig, so ein bisschen mehr. Okay, stopp. Jetzt stell dich weiter hin und guck mal dort in die Ecke hier vorne weiter links, links, bisschen zu mir, noch ein bisschen. Okay, und jetzt guck mal auf, einmal in die Kamera, genau. Okay. Und einmal guck jetzt mal aufs gelbe Bild. Dreh dich um. Und jetzt nochmal mittig stellen hier einmal. Zu mir weiter bitte, nochmal genau, zu mir, okay, okay. Und jetzt umdrehen, stopp, und umdrehen und die Bilder umdrehen. Noch ein bisschen nach links, andere Seite, stopp, ja, ein bisschen nach rechts, ein kleines Stück, ja. Okay, komm nochmal den ganzen Vorgang. Nochmal einmal von dort. Okay. Okay. Okay, bitte. Nee. Du bist nicht hinter. Okay, bitte. Jetzt
so many different things. It's a little bit tougher. That's good. Kommt hier noch ein, bitte? Okay. Bitte. Okay. Okay, bitte. Okay. Okay, bitte. Okay, bitte. So we're just thinking about color compositions, the blue from over there, and the eyes. And especially like all these bits. You don't want to move around so much. You get a pretty good shot. Yeah, I'm really happy with it. Mm-hmm. Very nice. Good, that's good too. Okay, bitte. Und Moses guckt dann nochmal. Okay, bitte. I was just thinking about how bad it's just the volume.